Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2. Wir sind immer noch in diesem Eislevel mit der Dings und im letzten Part habe ich ja versucht, da rüber zu kommen, aber ich habe es nicht geschafft. Okay. Ich habe herausgefunden, wie es geht. Man muss hier warten, bis... Okay. Das muss jetzt hier ganz sorgfältig gemacht werden. Ich habe doch nach links gedrückt. Okay. Muss man hier etwa mit dem 3DS neigen? Okay. Wisst ihr was? Da wird den 3DS hier offenbar neigen. Muss man einen kurzen Schritt, bis ich drüben bin. Okay, da bin ich wieder. Man muss den 3DS wirklich neigen. Anders geht's nicht. Okay. Und wieso kichert ihr jetzt ein Buhu? Und das kann ich hier in der Aufnahmeposition schwer machen, sonst verhuckelt die 3DS und dann ist... Na bitte, so, und jetzt das straff ziehen und dann können wir rüber. Na endlich! Mann, der Level wird immer schon Minute zu Minute schwerer. Hier ist übrigens... Oh, hier ist gar nichts drin. Was ist das jetzt? Hey! Geht es anscheinend nach oben, aber Moment, ich weiß ganz genau, dass man von hier aus einen Saphir erreichen kann. Da muss man jetzt wohl zurückgehen. Da muss man angeblich irgendwie durchs Teleskop gucken. Wow! Ja, diese rutschigen Stellen hier. Aber ich spüre es, dass wir den Level endlich abschließen werden. Mit dem hat man ja schon zwei Parts lang solche Probleme. Okay, diesmal schaffen wir es. Aber das heißt ja dann, ich muss den ganzen Abschnitt hier nochmal machen. Ich hätte wohl früher besser gucken sollen. Okay. Okay. Hier soll man jetzt angeblich durchgucken und dann... Da ist der Saphir. Na, seht ihr, jetzt kommt eine Fledermaus und die lässt ihn da reinfallen. Okay, aber das heißt jetzt die ganze Passage mit dem Eis nochmal. Ich mache einen Schnitt. Okay, da bin ich wieder und ja, jetzt müsste es fast glitzern und jetzt haben wir den letzten Saphir in diesem Level. Okay. Gut, dann packen wir mal ordentlich zu. Aber was ist mit dem Tod? Lassen wir den hier jetzt dann zurück. Das gibt's jetzt nicht. Wir hätten von da aus genau rüberkommen können und ich tue es nicht. Wow. Okay. Komm. Okay. Todd und Luigi gehen in einen Aufzug. Hey, wir sind wieder in der Berghütte drinnen. Hey, unter dem Eisbärfell hinauf, heraus. Lustig. Was ist das? Hey, was ist das? Sind das lebende Wollknäuel? Beißen die? Die kann man verbrennen. Und das andere? Das muss man durch die Gegend schießen. Hey, was soll denn das? Tja, und jetzt? Na dann. Haben wir alle Juwelen? Ja, ich glaube schon. Na bitte, dann fuchseln wir den kleinen Todd halt zurück. Aber was sollen diese Wollknäuel? So, und jetzt? Oh Mann, wir haben nur noch 10 KP. Aber wir haben zum Glück den Knochen. Das heißt, ich hatte da nicht so große Angst mit dem Ballastier-Spaß. Puh, ich hatte mir schon fast Sorgen gemacht. Ich dachte schon, ich möchte euch beide persönlich suchen gehen. Der Tod ist bereits wohlbehalten angekommen. Und ich wollen wir auch nicht wirklich los. Einen Augenblick nur, ja? Hat dieser Tod vielleicht wieder eine 3D-Aufnahme dabei? Dann könnten wir uns vielleicht nähere Informationen über das Finstermondstück erlangen. Na endlich, habe ich doch gewusst, dass wir es diesmal abschließen werden.
Ja, aber da war immer noch ein Teil, den wir nicht benutzt haben. Der hat wahrscheinlich nichts zu tun. In diesem Bereich war aber ein Juwel, den wir zum Glück eingesammelt haben. Und Mann, leider nur ein Sternerang, 5 Saphire und viel Zaster. Na, in diesem Level haben wir aber ordentlich abgesahnt. Wieso wirst du langsam gefoxelt? Egal. Na dann. Der Level war lang. Sehr lang. Wie kommen Sie zurück, Lucy? Das hast du fein gemacht. Das Stück wird nur einen 50 Platz vor lauter Geistern und Reichtümern. Sie sich schön das einnähten. Genau. Haben wir vielleicht ein neues Geistergebiet? Ja, neues Juwel. 5 davon. Neun Buhu. Naja, neues Geistergebiet haben wir nicht, aber dafür jede Menge Zaster. Jetzt gibt's leider keine Extras mehr. Aber immerhin werden die Reichtümer im Speicher gelagert. Habe ich aber, glaube ich, schon in einem der letzten Level erklärt. Der Tod sieht leicht verschreckt aus. Aber hier peppeln wir schon wieder auf, hoffe ich mal. Er hat das Hühnchenmonster nicht gesehen, aber dafür viele Geister und auch Buhus. Vor allem aber erwähnte er zum einen klingendes Gelächter tief aus dem Herzen der Mine. Das hört sich gar und nicht gut an, wenn du mich fragst. Er hatte auch eine 3D-Aufnahme des Sicherheitssystems dabei, wie seine zwei Kollegen. Ich mich gleich ans Dekutieren. Na bitte. Ein Sternerang und der Buhu haben wir auch. Okay. In tiefster Kälte. Okay. Das war's für diesen Part. Ich müsste ja wirklich blöd sein, wenn ich jetzt noch in den nächsten Level gehen würde. Ich hatte ja schon Zeitprobleme mit diesem Level, okay. Aber ich sage jetzt erstmal Tschüss und hoffe, dass der nächste Level nicht so schwer wird. Tschüss!